Hallo zusammen, ich möchte für die Steinböcke die Monatslegung Juni machen. Wir schauen, was die Karten sagen zum Sternzeichen Steinbock. Denk daran, es ist eine Kollektivlegung, es kann nicht für jeden stimmen, nicht für jeden passen. Wenn es überhaupt nicht passt, könnt ihr auch in Aszendent, Venus, Mondzeichen reinschauen, da ist dann vielleicht eine Botschaft für euch mit drin. Gut, wir schauen für Sternzeichen Steinbock im Juni. Die Hauptüberschrift, du sehnst dich nach Freiheit. Irgendwo fühlst du dich gefangen und du sehnst dich nach Freiheit. Aber wir schauen jetzt mal mit den Orakelkarten genauer. Dein Bock im Juni. Ja, wir haben auch bei dir die Tür zum Spirit. Und schau, wir haben eine Taube und hier ist auch ein Papagei, ein Vogel, wo fliegen möchte. Und ich glaube, du sehnst dich einfach nach dieser Freiheit und Unabhängigkeit und nach einer gewissen Stärke. Auch diese Frau, ein Engel, hat Flügel. Du fühlst dich unfrei und du möchtest fliegen, aber weißt gerade noch nicht so wirklich wie. Mal schauen, wie wir das hinbekommen. Es kann sein, dass dir eine gewisse Action fehlt im Leben, dass es nicht nach vorne geht. Und das kann tatsächlich, sie sind zusammen rausgeflogen mit deinen mit deiner finanziellen Situation zusammenhängen. Aber wir schauen jetzt mal mit den Tarotkarten für Juni. Ja, das sind eben diese Gedanken, wo dich an deiner Freiheit hindern. Aber es ist die Erinnerung, du bist stabil und sicher und geborgen. Du kannst diese Gedanken loslassen. Und auch hier schau. Das eine Schwert, das ist ein bisschen makaber, ist in der Eule drin und kann nicht fliegen. Auch hier der Hinweis, deine Gedanken hindern dich an deiner Freiheit. Sobald du dir bewusst wirst, wie sicher und stabil du bist, wirst du fliegen können. Die Tauben oben fliegen. Gut, wir schauen weiter. Vielleicht machst du deine Freiheit auch von anderen Menschen abhängig, die dir aber immer wieder Messer, Schwerter in den Rücken gestochen haben. Und auch hier arbeite daran, dich davon frei zu machen. Du hast die Sicherheit und Stabilität in dir mit der Tür zum Spirit, diese Verbundenheit nach oben und du bist geborgen, geschützt und geführt und du musst dir keine Gedanken darüber machen, dass es, dass andere Menschen in deinem Leben dich auf den Boden drücken. Nimm diese Beobachterperspektive ein, schau dir alles von oben an und entscheide dann bewusst, in welche Richtung du gehen möchtest. Wenn es Liebesthemen sind, steht vielleicht eine Entscheidung an. Vielleicht ist dieser Mensch in deinem Leben nicht gut für dich und hält dich am Boden. Oder du entscheidest dich bewusst, nur noch Menschen in dein Leben zu lassen, die dich nicht auf dem Boden halten. Und ich muss das leider sagen, vielleicht bist du in einer Beziehung ein bisschen gefangen, obwohl du denkst, dass es sehr gut passt. König, Königin der Kelche, die Liebenden. Aber vielleicht liegt dein Glück, deine Sonne woanders. Es kann sein, dass es an dir liegt, dass du nicht das Leben möchtest, sondern wieder in diese Kreativität, in diese Stärke kommen möchtest, damit die Sonne wieder scheint. Und ich glaube, es ist einfach im Juni noch ein Prozess, das zu erkennen, zu verstehen, damit dann diese Freiheit kommen kann. Und diese Abwehrhaltung, die du hast gegenüber dieser Happy Family, dieser Emotionalität, vielleicht hast du nicht eine Abwehrhaltung dagegen, aber Angst davor. Aber ich denke, es weicht wirklich. Deine Abwehrhaltung weicht dann dieser emotionalen Fülle. Es ist ein bisschen tricky. Es ist, ich glaube, ein bisschen durcheinander. Aber es sind mehrere Themen, wo hier reinspielen. Ich denke, auf der einen Seite pass auf, dass du dich nicht selber mit deinen Gedanken manipulierst. Aber pass auch auf, dass du nicht manipuliert wirst. Ich glaube, es sind zwei Paar Schuhe. Du fühlst dich unfrei, weil vielleicht jemand in deinem Leben ist, wo dich manipuliert und zurückhält. Oder du machst das selber. Und ich denke wirklich, wenn wir das hier anschauen mit dem König, zweimal König der Kelche, einmal König der Stäbe. Du bist nicht in der Energie, wo du möchtest, deswegen fühlst du dich unfrei. Und es geht wahrscheinlich im Juni darum, rauszufinden, warum du dich nicht in der Energie fühlst, in der du eigentlich sein möchtest. So. Das ist eine Herausforderung im Juni, aber wir schauen. Die Türe zum Spirit, das könnte ein Schlüssel sein, eine Lösung sein, um wieder zu dir zu kommen. Münzenergie, Steinbock, Königin der Münzen,
Vielleicht ist es auch wirklich so, du überlegst, was du möchtest, aber beides davon ist gar nicht die Lösung, sondern wirklich komm zurück zu dir, zu deinen Werten, zu deiner Natur, zu deinem Naturell, zu dem, was du bist. Weil du bist eine Königin der Münzen und du bist stabil und sicher und gehst in dieser Energie nach vorne, beständig, stabil und sicher. Und da musst du zurückkommen. Wir schauen mal, ob wir einen Ratschlag bekommen, wie du wieder zu dieser Stärke kommen kannst. Ja, sei ein bisschen zurückhaltender und verinnerlich dir wirklich, dass du diese Stabilität und Sicherheit mit 4 der Stäben zweimal, diesen fliegenden Vögeln hier, bei dir hast und dann kommt dieses Gefühl der Freiheit wieder zu dir. Wir schauen auf diese finanziellen Themen, ob sich das im Juni löst und ja, du hast die besten Karten. Es löst sich, es kommt wieder diese Freiheit, es kommt diese Action und es gibt der Sieg darauf. Also mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken. Wir schauen auf, du sehnst dich nach Freiheit. Ja, das ist dieses Gedankengefängnis. Ja, du bist frei. Das Einzige, was dich unfrei fühlen lässt, ist dein Gedankengefängnis. Und auch nochmal hier der Hinweis. Du hast diese Stabilität und Sicherheit mit dem Ritter der Münzen, du brauchst nicht in diese Ungeduld verfallen, dass du dich unfrei fühlst. Und das ist auch hier eine bewusste Entscheidung. Entscheide dich bewusst, nicht in dieses Gedankengefängnis zu kommen, dann kannst du die Vergangenheit abschließen und mutig nach vorne springen und das Neue in dein Leben lassen. Und das Neue wäre wahrscheinlich dann bei dir das Gefühl dieser Freiheit. So, wir schauen bis für Steinbock ein Krafttier. Das Chamäleon. Tu so, als ob. Gut, das finde ich einen ganz schlechten Ratschlag, weil ich glaube, es geht darum, tu nicht so, als ob. Du bist nicht du, du versuchst etwas zu sein, was dich unfrei fühlen lässt. Und ich glaube nicht, dass es an der Zeit ist oder die richtige Zeit ist, als Chamäleon irgendeine Facette anzunehmen, sondern leb dich selber, damit du wieder in diese Freiheit kommst. Ein Engelchen für Steinbock im Juni. Engel der neuen Sichtweise, sieh genau hin. Schau dich genau an, schau andere Situationen genau an. Sei du selbst. Schau auch andere Situationen an, wo du nicht du selbst sein darfst. Und dann entscheide dich, ob dich das vielleicht unfrei fühlen lässt, damit es aus deinem Leben gehen kann. So, für Steinbock, Lennemore, im Juni. Brücken bauen. Und ich glaube tatsächlich die Brücke zu dir. Baue die Brücke zu dir, zu deinem Unterbewusstsein. Du weißt ganz genau, was du möchtest. Und ich glaube, du weißt auch, was dir die Freiheit bringt. Bleib im Vertrauen, bleib im Glauben und alles, was eine Belastung ist, weg. Der Juni hat keinen Platz mehr für Belastungen, sondern nur noch für das, was treu für dich da ist, für dich einsteht. Und die Würfel sind sowieso schon gefallen. Die Würfel sind gefallen, und zwar daher da. Hin, dass das Glück in dein Leben kommen möchte. Ich glaube, dieses Freiheitsgefühl wird sich einstellen, sobald du diese bewusste Entscheidung triffst, dich nicht mehr in dieses Gedankengefängnis reinziehen zu lassen. Und dann kommt das Glück und die Geschenke. Und diese Geschenke werden dir noch mehr das Gefühl geben von Freiheit. Ja, und dann fliegst du. Dann bist du frei und überwindest die Hindernisse, die Berge und fliegst frei nach vorne. Die Sorgen loslassen, das Gedankengefängnis verlassen und in einer neuen positiven Energie nach vorne gehen. Weil du kannst positiv sein, es kommt Action und wenn du das Gefühl hast, es ist wegen finanziellen, auch da kommt mit dem Sieg eine Lösung im Juni. Von daher, lass los, keine negativen Gedanken und alles wird wieder freier. Einen schönen Juni und bis bald. Ciao, ciao.